Hallo liebe Bewohner, es ist Freitag, der 24. April, 12.34 Uhr, hier auf Peachy Pie. Hier nun das Neueste für heute. Nooks Laden feiert heute große Wiedereröffnung. Er ist jetzt ein Stück größer und auch das Sortiment ist gewachsen. Da macht das Einkaufen gleich nochmal so viel Spaß. Und natürlich feiern wir das mit einer besonderen Zeremonie. Wenn ihr mitmachen wollt, sprecht im Service Center mit Tom Nook. Und hier die nächste Neuigkeit. In letzter Zeit gab es Berichte über eine merkwürdige Gestalt, die die Inseln in der Gegend hier abklappert. Es heißt, diese Person verkaufe Kunstwerke unbekannten Ursprungs. Bisher blieben alle unversehrt, die mit dieser Person in Kontakt getreten sind. Aber seid bitte vorsichtig. Okay. So, damit sind wir für heute am Ende. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Zwei wichtige Neuerungen, die wir auf jeden Fall heute genauer betrachten wollen. Und hiermit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing New Horizons. Ich habe Post. Von Conny! Ich liebe es, mich zu Hause mit einem Heißgetränk zu entspannen. Daher dachte ich mir, ich schicke dir etwas, um dir das Gleiche zu ermöglichen. So fühlt sich dein Zuhause wie ein Café an. Aha. Eine Kaffeemaschine oder eine Tasse. Ja, okay, die habe ich schon. Aber trotzdem gut. Dann habe ich halt zwei Tassen, falls Besuch kommt. Okay. Oh, Leonhard. Huhu. Hey, Yumei, heute schon geschwitzt, Gröl. Lass uns quatschen. Ein idealer Tag, um so richtig zu schwitzen. Was könnte es Schöneres geben? Gröl. Ja, wo war, wo war? Oh, der Gerd ist da. Und wir haben Neuerung am Brett. Ja. Neue Öffnung nach Umbau. Nooks Laden ist wieder geöffnet. Oh, nach unserem Umbau erwartet unsere Kunden ein erweitertes Sortiment. Kommt vorbei und seht es euch an. Yeah. Und hallo Gerd. Ich grüße dich. Und willkommen in meinem kleinen Lädchen. Würdest du mir wohl deinen Namen verraten? Yumei. Yumei, sagst du? Ein wirklich hübscher Name. Oh, ach so. Ich heiße übrigens Gerd. Wie ich hörte, hat mein guter Freund Nepp hier einen Laden eröffnet. Da wollte ich mal kurz vorbeischauen. Nepp hat mir erzählt, dass diese Insel vor deiner Ankunft verlassen war. Wie aufregend. Du musstest sicher erst einmal jede Menge Unkraut jäten. Nun wartet die Insel bloß darauf, von dir behagt und wunderhübsch gestaltet zu werden. Ich möchte dir mit meinen seltenen Blumensamen und Büschen helfen, ein kleines Paradies zu schaffen. Das ist lieb. Hübsch mit ein paar Blumen, um das eigene Heim angeordnet, da sieht man einen hübschen Effekt. Umgibt man sich mit diesen wunderschönen Ziergewächsen, macht man auf keinen Fall etwas falsch. Übrigens habe ich gerade einen wunderschönen Busch im Angebot, die Azalee. Glücklicherweise hat sie gerade Blütezeit, also kannst du ihre volle Pracht sofort genießen. Nun denn, es war eine Freude, dich kennengelernt zu haben, Yumei. Bis bald, okay. Schauen wir mal gleich. Unkraut gefällig? Okay, man kann anscheinend Unkraut andrehen. Aber selbstverständlich, wirf ruhig einen Blick auf die Blumensamen und Setzlinge, die ich heute dabei habe. Okay, was gibt's denn hier? Liebesrose, Unschuldsrose, Osterlilie. Okay, das sind alles Blumen, die ich selbst nicht habe. Ist natürlich super praktisch. Gerade so ein paar Rosen, kann man mal machen. Die Azalee ist gerade in Blüte, sagt er. Oh, Stechpalmsetzling, auch interessant. Okay. Ah, ausgezeichnete Wahl. Holen wir uns gleich mal 5 Stück. Herzlichen Dank. Gibt es sonst noch etwas, das ich für dich tun kann, meine Gute? Erstmal nicht. Aber ich werde jederzeit gerne darauf zurückgreifen. Stimmt's, Conny? Schnarsch! Schön, dich zu sehen, Yumei. Peachy, meine ich. Lass uns plaudern. Heute kann noch viel Gutes geschehen. Schnarsch! Ja, wie eine Einweihungsparty. Den Innux-Laden hat sich erweitert. Da wollen wir gleich mal die Einweihung feiern. Aber erstmal gehe ich ganz kurz hier an das Terminal.
um Nuckmalen zu bekommen. Perfekt. So, ich blick gerade. Nuckmalen einlösen. Gibt es heute neue Zäune? Nein, nichts, was ich noch nicht habe. Schade. Gut. So. Und zack. Ah, ich sehe, du hast schon bei Aktivitäten, ne, zum Tag der Natur mitgemacht. Das freut mich, ja, ja. Ja, immer in Aktion. Das sieht dir ähnlich. Du leuchtendes Beispiel für ganz Peachy Pie. Und zu Ehren deines Umweltbewusstseins habe ich ein besonderes Präsent für dich. Okay, der frisch gewässerte Traum jeder Gärtnerin. Eine Bastelanleitung für deine eigene Hecke. Oha! Jetzt können wir Hecken bauen. Okay, man muss quasi so eine kleine Quest machen, damit Tom Nook redet und dann gibt er einen Bauplan von der Hecke. Perfekt. Immer weiter so. Ich würde mich freuen, wenn du auch weiter beim Tag der Natur mitmachst. Ja, ja. Willkommen bei der Bauberatung. Was hast du auf dem Herzen? Einweihung feiern. Ah, du willst mit feiern, Yumi? Wir wollen Nooks Laden feiern. Glänzend, General überholt von Meisterhand. Hast du Lust? Habe ich. Klasse! Lass uns anfangen. Wie voll es inzwischen ist. Leonhard sieht man gar nicht. Der ist hier hinten versteckt hinterm Baum. Mensch, wie viele wir geworden sind. Wie euch bestimmt schon bekannt ist, wurde Nooks Laden erweitert. Oh, wie groß ist es? Guck, ich gerade den Laden erstmal an. Oh, schick. Das wollen wir feiern. Danke, danke, vielen Dank. Peachy Pie entwickelt sich prächtig. Und das ist euch allen zu verdanken. Ja, ja. Ich möchte nun die Repräsentanten von Nooks Laden, Nepp und Schlepp, um ein paar Worte bitten. Nepp, Schlepp, wärt ihr so nett? Liebe Bewohner von Peachy Pie, wir haben Nooks Laden umgestaltet. Und das beeindruckende Ereignis seht ihr hier. Ganz genau, wir haben auch unser Warenangebot enorm erweitert. Dadurch können wir euch auf dieser Insel besser denn je unterstützen. Ja, ja, vielen Dank. Als nächstes noch einige Worte einer gewissen Person, die stets aufs Neue zum Wachstum der Insel beiträgt. Ich spreche natürlich von unserer Inselsprecherin Yume. Möchtest du etwas hinzufügen? Gut gemacht. Ja, ja. Gut gesprochen. Danke für diese aufbauenden Worte, Yume. Nun gut. Die Feier neigt sich dem Ende zu. Alle, die zum Andenken gerne noch ein Foto machen wollen, sollten sich bereit machen, auf die Fototaste zu drücken. Ja, in diesem Sinne. Nooks Laden sowie Peachy Pie verdienen zum Abschluss ein lautes Hurra. Also, Hurra! Ich danke euch allen. Damit wäre unsere Feier beendet. Bitte gebt auf dem Heimweg Acht auf euch. Perfekt, dann gucken wir mal direkt rein in den neuen Laden. Blub. 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 Da, da. La, 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 la. Oh, oh, oh. Oh, 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 ich lese gerade gar nicht den Text, weil ich gerade eben schon umsehe. Und du beehrst uns gleich am ersten Tag nach der Neueröffnung. Ha, womit haben wir das verdient? Bitte bleibe uns weiter treu. Nooks Laden freut sich auf dich. Ganz toll. Wow, 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 wow. Wow. Das brauche ich. Ein Asia-Restaurant-Tisch. Nehme ich. Jetzt bin ich arm. Was ist das? Ein Asien-Sofatisch brauche ich auch. Nehme ich. Eine coole, nerdige Roboteruhr. Nehme ich. Geil. Jetzt bin ich arm. Ist das ein Faxgerät? Ein Faxgerät. So was gibt's noch? Nee, das nehme ich erstmal nicht. Aber vielleicht später noch Fischl. Überlege ich es mir noch anders fürs Büro.
Ich glaube, den Football, den gönne ich mir noch. Oh, komm, den nehme ich auch mit. Danke für deinen Einkauf. Da fällt mir gerade ein, wir haben ja noch die Hecke. Wo ist sie? Wo ist sie? Habe ich die Bauanleitung schon gelernt? Anscheinend. Interesse an den Artikel im Regal. Was gibt's denn heute hier? Wackelangel, Fischangel, richtig schick. Grün, ein Kinderkescher. Eine Designerschaufel. Oh, Elefantenkanne. Jetzt geht's ab hier. Profischleuder. Oh, der ist schön. Und dann die ganze Standardsaat. Gibt's hier was Neues? Mein erstes Bastelbuch, Ideen für Bastler, Anleitung. Bist du der Bastelboss? Schleuder, Leiter, Sprungstab. Und eine Stoppuhr gibt's jetzt, aber die brauche ich erstmal nicht. Was haben wir denn hier? Schmutzwand. Weißziegeltapete. Oh, Kunstparkett. Gibt's auf jeden Fall einiges mehr Auswahl. Finde ich gut. Hab erstmal den halben Laden leer gekauft. Finde ich super. Huch. Dann tschüss fürs Erste. Vielen Dank. Dankeschön. Okay, es gibt jetzt quasi ein großes Objekt mehr und eine Stoppuhr. Aber so viel krasser. Oder vielleicht bieten sie auch Objekte an, die sie sonst nicht angeboten hätten. Das kann natürlich auch sein. So. Guckt mal. Ja, ich habe versucht, bei Morpheus, ich weiß es nicht. Oder? Ja, Morpheus, ich weiß es nicht. Hier ein bisschen zu dekorieren. So ein paar lilane Tulpen. Dachte ich, wäre eigentlich ganz cool. Ich habe ja noch nicht so viele. Ich würde gerne die hinten noch rumpflanzen. Kommt alles noch mit der Zeit. Habe ich einen kleinen schönen Weg halt hingesetzt schon mal. Und ich frage mich, wie Gerd auf Unkraut reagiert. Ich kann ihm ja mal welches geben. Sammeln wir mal direkt welches ein. Also da kam also die Frage, Unkraut gefährlich, ob er es zum höheren Preis irgendwie einkauft oder ob ich dafür irgendwas Besonderes bekomme. Ich weiß es nicht. Hier habe ich auch noch ein bisschen was gemacht, aber ich bin ja auch noch nicht ganz fertig. Mal gucken, wie sich das alles hier noch entwickeln wird. Kommt alles mit der Zeit noch. Oh, da ist schon wieder ein wunderbares Loch, welches ich schon nutzen möchte. Um ein Fossil auszugraben. Yay! Juhu! So, Gerd, was sagst du denn zu Unkraut? Unkraut gefällig? Oh, Yumi, möchtest du mir vielleicht etwas von deinem Unkraut verkaufen? Ich kenne das Dilemma. Eigentlich möchte ich nur etwas pflanzen, ruf dann aber stundenlang herum. Du sagst es. Ich wusste, wir verstehen uns. Aber das Gärtnern soll dir ja Freude bereiten, Yumi. Deshalb biete ich dir hier und jetzt an, dir dein Unkraut zu einem unschlagbaren Preis abzukaufen. Entscheidest du dich direkt, verdoppel ich sogar den Betrag, der dir Nepp und Schlepp zahlen würde. Du bekommst dann von mir 20 Sternis pro Büschel. Von diesem Angebot profitieren wir beide. Du wirst für die schweißtreibende Gartenpflege bezahlt. Und ich darf mich an deiner Insel frei von jeglichen Unkraut erfreuen. Nun, würdest du mir etwas von deinem Unkraut verkaufen? Okay. 26 Büschel. Ah, okay. Ja, kann man machen. Ja, sein können, dass ich dafür irgendwelche Bastelanleitungen bekomme oder so etwas. Ich weiß es ja nicht. Danke vielmals. So, alles fein. Einen Moment mal. Etwas herstellen. Habe ich jetzt die Hecke schon gelernt? Habe ich das verpasst? Ah, okay, ich kann sie schon. Okay, ja klar, ich habe mein Nukfon rausgeholt. Er hat es auf mein Nukfon geladen. Alles klar. Und dafür brauchen wir ein Unkraut. Welch ein Zufall. Ich habe zum Glück noch genug Unkraut in meinem Lager. Deswegen tangiert mich das momentan noch nicht so. Hey, Morpheus! Oh, Yumi, schön dich zu sehen. Der Himmel sieht heute ganz klar aus. Das sind Sonne und der Mond bestimmt richtig glücklich. Ach, du bist süß. So, oh, da war eine Mantis-Orchidee. Orchidee-Mantis, meine ich. Guck mal, ist hier schon. Ich gucke mal gerne schon so ein bisschen, was hier gewachsen ist. Oh, sehr viel heute. Wahrscheinlich heute sehr viele Hybriden. Hier ist auch einiges. Das sieht aber eher weiß aus. Hier ist halt nichts. Ach, hier oben ist eine Lilane gewachsen. Die kann ich schon perfekt bei Morpheus davor. Oh, und hier ist eine Rosane gewachsen.
Ich sneak hier gerne mal rein. Oh, sind das Rosane vielleicht? Es wäre ja cool, wenn ich ein paar rosane Rosen hätte schon. Guck mal gleich mal, welche Farbe die hat. Man erkennt es leider nicht so ganz als Knospe. Rotanemone? Ah, nee, hier oben. Ah. Eine Sonnenrose. Also eine orangene. Na, warum auch nicht? Ja, damit. Guck mal gleich mal. Zack. Hm, zwei Sonnenrosen. Ja, rosa kann, glaube ich, nur hier wachsen. Vielleicht mache ich hier auch nochmal irgendwie rot rein oder nochmal weiß dazwischen oder so. Ich muss mal gucken, wie ich mir das noch umstrukturiere. Ich kaufe am besten noch ein paar Rosensetzlinge heute. Bei Gunther. Bei Gunther. Genau, bei Gunther. Nein, bei Gerd. Oh. Oh. Ups. Jetzt. Zack, zack. Yeah. Ja, dann machen wir gleich noch hier 10.000 Sternis. Nein, geht nicht. Wir haben keine 10.000 Sternis gerade. Ein Geldbeutel. Na, müssen wir noch ein paar Sternis verdienen dafür. Upsi. Ja, gucken wir mal, ob wir Rainer finden. Oh. Diesen Schmetterling hier, den nehme ich auch mal gerne mit. Ups. Yeah. Tada! Eine weiße Baumnymphe. Rainer oder... Rainer. Ich weiß es nicht. Hier muss irgendwo ein zwielichtig aussehender Fuchs rumlaufen, liebe Freunde. Und ich werde ihn suchen. Und ich werde ihn finden. Wir sehen uns gleich wieder. Oh, was haben wir denn hier? Ha. Ich habe ihn gefunden. Hallo. Nun, bist du von hier, ja? Rainer, mein Name. Tätig im Vertrieb. Und du bist? Yume. Toller Name. Intelligent, kühn. Ich weiß jetzt, wir werden Freunde. Nein, besser noch, Familie. Yume. Eine Freude, dich kennenzulernen, Yume. Ich will nicht zu forsch erscheinen, aber du hast eindeutig ein Auge für Kunst. Nein, im Ernst. Rainer hat einen glasklaren Instinkt für sowas. Und mein Instinkt hat mir geraten, etwas mitzubringen. Ein feines Kraftgemälde. Ja, ich weiß. Ein verrückter Zufall, nicht wahr? Fast schon Schicksal. Ein gutes Stück, das gute Stück verkaufe ich dir. Aber nur, weil du zur Familie gehörst. Und zu einem wahren Spottpreis. Ja, wie klingen 400, was? 98.000 Sternis? Ja, ich weiß. Ein echtes Schnäppchen. Was sagst du? Ernsthaft jetzt? Ach, komm schon. Du wirst nirgends einen besseren Preis finden als... Ah, aber das ist eben das Schicksal, das mich erinnert, dass du ja meine Familie bist. Meine Cousine. Deshalb gewähre ich dir meinen familienexklusiven, patentierten Cousinenrabatt. Und zwar nur dir. Für nur, sagen wir mal, 4.980 Sternis bist du die stolze Besitzerin eines eigenen Kraftgemäldes. Bin bereit. Klar. Ja, du wirst das nicht bereuen. Dann darf ich die Sterne jetzt mal an mich nehmen. Ich hoffe, dass es keine Fälschung ist, denn der liebe Rainer verkauft gerne mal Fälschungen. Ich wusste, du hast ein Auge für Kunst. So war es vorher bestimmt. Ja, bis zum nächsten Mal, Cousine. Hm. Ein Kraftgemälde also. Aha, ich hoffe, das ist das Original, mein lieber Herr Rainer. Wir gehen mal direkt zu Eugen und befragen ihn dazu. Mal gucken, ob er es annimmt. Oh, ein wertvoller Schmetterling. Den nehme ich mal gerne mit. Zack. Jetzt. Haha! Perfekt. So, auf zu Eugen. Durch die Imkerei. Lalalalala. So. Eugen? Was haben wir dazu gesagt? Hi. Oh je, ich bitte um Pardon. Ich grüße Sie, Yume. Willkommen im Museum von Peachy Pie. Wie darf ich Ihnen dienen? Ich habe ein Kunstwerk. Huhu, tatsächlich? Welches Kunstwerk möchten Sie mir denn zeigen? Ich kann es kaum erwarten.
Wenn das nicht ein Kraftgemälde ist, vollwertig und authentisch. Ah. Ach, dass ich das noch erleben darf. Ein Tag wie jeder andere. Und zack, hallo Kraftgemälde. Könnten Sie sich vorstellen, dieses Kraftgemälde im Museum zu stiften? Ein solcher Akt der Großzügigkeit würde es erlauben, das Museum um eine Kunstausstellung zu erweitern. Was sagen Sie dazu? Dürfte ich dieses Kunstwerk im Museum willkommen heißen? Ich stifte es. Puh, welch entzückende Antwort. Wahrlich, ich kann Ihnen gar nicht genug Dank aussprechen. Oha. Mit großer Freude will ich verkünden, dass ich somit nun eine Erweiterung des Museums beantragen kann. Puh, wie viel es plötzlich zu tun gibt. Ich muss umgehend die Vorbereitungen für den Umbau treffen. Oh, Jume, ich bin Ihnen wahrlich zutiefst in Dank verpflichtet. Ja, jetzt wird das Museum morgen umgebaut und ich glaube, hier wird dann, da war gerade ein Blatt. Oh, noch ein Blatt. Der wird hier, glaube ich, dann Durchgang sein. Und dann gibt es eine Kunstgalerie. Und jetzt ist er wieder eingeschlafen. Yay. So, und der liebe Rainer ist, ich weiß gar nicht, wie oft er da ist. Einmal die Woche oder so? Ich habe keine Ahnung. Und er wird dann auf seinem zwielichtigen Kutter unter anderem Kunst anbieten. Der Kutter ist hier. Man kommt, ich habe sogar schon vorbereitet mit einer Leiter hier auf diesen Strand oder man baut einen Aufgang eventuell. Und kann dann herein. Aber ich glaube, man kann gerade nicht rein, weil Rainer hier ohnehin gerade rumlümmelt. Auf dem Schiff könnte was faul sein. Bloß nicht ohne Erlaubnis betreten. Okay, gut. Dann später. Oh, jetzt habe ich wieder die Schaufel. So, in der Leiter geht's wieder hoch. Zack, zack, zack. Fertig. So, wie gesagt, morgen wird das Museum jetzt umgebaut. Und dann, ja, haben wir die Kunstgalerie. Und dann schauen wir mal. Es wird, glaube ich, lange dauern, bis sie vollständig ist. Und wir müssen ganz genau hinsehen. Denn es wird auch sicherlich auch das eine oder andere Stück geben, welches gefälscht sein wird. Ich kann es kaum erwarten. So, noch irgendwas Wichtiges? Ich glaube, nein. Oh, hier ist auch wieder eine rosa Lilie nachgewachsen. Perfekt. Läuft da gerade alles wie am Schnürchen hier? Ich freue mich jedenfalls. Ich bedanke mich jedenfalls an dieser Stelle bei euch auch fürs Zusehen und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Bye.